Okay. Und während ich plane, kommt der erste Überfall. So. Piraten der Fraktion Die Ritter der Genugtuung sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Das ist in diesem Fall einer. The Nose. Ein Glücklichmacher. Oha. Der ist sogar gar nicht so schlecht im Nahkampf. Wir sind besser. Und wir haben eine bessere Waffe. Aber trotzdem. Gut. Er wird sich noch vorbereiten. Das heißt, wir können noch ein paar andere Sachen machen. Ich muss mit dem Holzhacken hier ein bisschen mehr Gas geben. Ob wir hier einen Wald anlegen sollten? Hier hinten irgendwo? Warum nicht? Naja, kümmern wir uns gleich drum. Okay. Wie sieht's aus? The Nose. Ansonsten eigentlich gar kein schlechter Charakter. Verweigert einfache Arbeit, damit ist er für mich gestorben. So, sie starten den Angriff. Das heißt, Bad Luck stellt sich an vorderste Front hierhin. Und Joshua stellt sich direkt dahinter. Und Nera mit dem Revolver stellt sich hier hin. So. Bad Luck, du müsste jetzt eigentlich durch den Sandsack etwas geschützt sein. Nera durch die Wand. Sie kann trotzdem dran vorbeischießen. Und Joshua ist hier als letzte Waffe sozusagen, falls er doch durchkommen sollte. Aber ganz ehrlich, wir haben einen Fernkampfskill von 10. Also wenn er trotzdem durchkommt, und von 8, möchte ich auch nochmal ganz anmerken, 10 und 8. Wenn er trotzdem durchkommt, dann muss schon wirklich sehr viel falsch laufen. Die sollten beide an der Tür vorbeischießen können. So. Okay, The Nose kommt, mutig wie er ist. So. Wenn er schlau ist, dann läuft er hier lang, hinter der Tür. Ich glaube, er ist sogar ganz schlau. Ah, das ist nicht so toll. Dann Bad Luck hierhin, damit er auch schießen kann. Und Joshua geht in den Angriff über. Alles klar. Sehr gut. anscheinend kann Bad Luck da doch nicht vorbeischießen. So. Der ist jetzt bewusstlos. Ich habe jetzt keine Anstalten, den zu retten. Weil, ganz ehrlich, sein Skill ist einfach... Naja. Und er verweigert einfache Arbeit. Ich glaube, wir lassen ihn einfach liegen, oder? Ich glaube, wir lassen ihn einfach liegen. Den Knüppel nehmen wir mit, damit er den nicht aufheben kann. So. Und ja. Der kann machen, was auch immer er möchte. So, und die Schlagfalle muss dann natürlich wieder gebaut werden. Ja, der wird, glaube ich, nicht wieder aufstehen, oder? Ja, der wird nicht wieder aufstehen. Ja. Blutverlust und dann ist er auch aus. Okay. So. Wie sieht's denn aus hier? Gemütlich. Geräumige Umgebung. Kein ansehnliches Schlafzimmer. Dann werden wir uns darum mal ein paar Gedanken machen. Ich würde zum Beispiel bei ihr... Schießrausch, Nera. Nera wurde gerade inspiriert. Sie wird die nächsten 8 Tage genauer schießen. Das ist doch schön. Ich würde jetzt hier zum Beispiel einen Nachttisch reinstellen.
und auch schon einen Blumentopf. Wobei den Blumentopf würde ich in jeden Raum reinstellen. Aber den Nachttisch erstmal nur bei ihr, damit sie das bessere Schlafzimmer hat, damit sie diesen Stimmungsbonus bekommt. Weil, wenn wir nochmal ganz kurz in die Bio reinschauen, ist sie habgierig. Das heißt, Nera braucht ein sehr eindrucksvolles Schlafzimmer. Sie bekommt einen Stimmungsabzug, wenn sie nicht bekommt, was sie will. Und das soll sie natürlich bekommen. So, dann drücke ich nochmal kurz was. So. Bettler konnte Schlagbeil nicht konstruieren. Achso. Oh, okay, der ist schon tot. Das heißt, wir werden jetzt irgendwo ein paar Gräber ausheben müssen. Bis wir ein Krematorium haben. Diverses ein Grab. Ja, wo packt man das denn mal hin? Hier draußen. Ja. Mach ich schon mal 4 Stück hin. So. Okay. Dann kann ehrlich gesagt Nera kann einmal jagen gehen, oder? Jagen. Und Nera. Kann Nera nicht? Doch, kann sie doch. Das soll Nera machen. Und Bad Luck. Du kannst hier ruhig nicht tragen. Dann kannst du hier mal kurz machen. So. Das ist ein Schießrausch. Naja. Okay. Der soll mal bitte getragen werden. Ach ja, stimmt. Wir haben ja die Aufgaben noch gar nicht eingestellt. An der Schlachtbank. Schlachte Kreatur und zwar für immer. Immer wenn wir Kreaturen haben, wollen wir die auch bitte direkt verarbeiten. Und hier kochen wir eine einfache Mahlzeit. Wiederhole, bis wir X haben. Und das machen wir mal auf 20, würde ich sagen. Und wir pausieren, wenn wir unter 8 fallen. Okay. Außerdem brauchen wir noch eine Abfallzone, fällt mir gerade auf. Und die würde ich erstmal hier hinsetzen, glaube ich. So. Okay. Und wir müssen dringend unser Lager hier erweitern. Ich glaube, ich würde das auch tatsächlich jetzt erstmal hier machen. Und dann bauen wir das hier noch ab. So. Und dann machen wir den hier. So. Okay. Na, der erste Überfall lief ja eigentlich ganz gut, ne? Wer ist denn für Kochen zuständig? Joshua. Ah, der macht gerade Bergarbeit. Ja, ist in Ordnung. Okay. So, wie sieht's mit Nera aus, ne? Kein ansehnliches Schlafzimmer. Hm. Was soll ich denn da noch einstellen? Du hast schon eine Kommode. Naja, Nachttisch. Da ist Dreck, glaube ich, ne? Warum ist es hier 0, ja du, dann musst du aber auch selber sauber machen. Pass auf. Nera. So. Reinigen. So. Wie sieht's jetzt aus? Hm. Lass mich raten. Ah ja.
Daran liegt das vielleicht. Okay. Dann machen wir es anders. Dann installieren wir das neu. Und das hier ist jetzt das Bett von Nera. Und das hier ist das Bett von Bad Luck. Okay. So, dann wird die Kommode einmal, die Kommode, der Nachttisch einmal umgestellt. Und wir erweitern mal ganz kurz das Lager. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Lagerplatz. Und ich würde es mal ganz kurz etwas verkleinern. Hier soll schon ein bisschen Freiraum sein. Alles klar. So. Jetzt sind alle drei wieder nicht beschäftigt. Die Frage ist, was können wir machen? Und vor allem, warum wird diese Kreatur nicht geschlachtet? Kein Material. Aber hier ist doch eine. Und da zählt die nicht als Material. Naja. Aber es wurde anscheinend schon gekocht. Okay. Dann pass auf. Wenn wir jetzt nichts zu tun haben. Das hatte ich ja noch nie, dass ich in Rimworld nichts zu tun hatte. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir können ja theoretisch mit der Stromproduktion anfangen, oder? Oder erstmal das Lager bauen. Lager oder Stromproduktion? Ja, komm, wir machen erstmal Strom. Wir können einen Holzfeuergenerator, einen Kraftstoffgenerator oder eine Windturbine nehmen. Die Frage ist: Hier sind Boomerlobs. Aber möchte ich das wirklich mit Kraftstoff machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache erstmal kurz eine Windturbine. Und zwar packen wir die hier hin. Gerne so, dass da auch später zwei Stück hinpassen. Das wäre dann hier. Ja, das kriegen wir hin. Okay, dann kommt da erstmal eine Windturbine hin. Und Böden. Und dann machen wir hier Beton. So. Okay. Beton aus dem Grund, dass dort keine Pflanzen wachsen. Weil Pflanzen reduzieren die Effizienz der Windturbine. Und das wollen wir natürlich nicht. So, außerdem sieht Beton richtig hässlich aus und das passt ja irgendwie zur Stromproduktion ganz gut dazu. Okay. Der Busch da muss weg. Und den hier ernten wir mal. Genau wie die Heilwurzel. So, haben wir eigentlich schon. Ich weiß, was wir vergessen haben. Gute Güte. Dass ich das vergessen habe, das ist echt peinlich. Wo ist es denn? Ein Labortisch. Wir müssen natürlich forschen. Joshua war der Forscher, ne? Warte, ich gucke nochmal kurz nach. Ja. Dann packen wir so da rein. Und holen uns einen Hocker. Ich hoffe, der gibt keinen Abzug. Weil ich möchte ihn schon bei ihm im Schlafzimmer drin haben. Weil hier ist einfach erstmal kein Platz. Und außerdem ist es ja ganz gut, wenn er direkt praktisch in seinem Zimmer forschen kann. Okay, ich schaue mir das mal ganz kurz an. Nö, das ist perfekt. So, Neras Zimmer ist immer noch schöner, das ist gut. Und dann werden wir hier bei Nera
auch als erstes einen eigenen Tisch reinbauen. Und zwar hier, würde ich sagen. Oder dann können wir hier die Kommode hinsetzen. Oder packen da die Kommode hin. Ja, dann packen wir hier erstmal eine Kommode hin. Den Tisch machen wir später. So, ich will mal mit Escape diese Anzeige hier ausmachen. Das geht aber nur da unten. So. Dann gucken wir mal ganz kurz in der Forschung. Batterien würde ich gerne erstmal erforschen. Und dann danach Bäume anpflanzen. Also Batterien und dann... Kann ich das machen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann machen wir erstmal Batterien. So. Ja, ich denke mal, der Start ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das hier stört mich. Ja. Dann können wir als nächstes mit dem Lager hier beginnen. Und auch uns auch überlegen, wie wir das mit der Kühlkammer machen. Wir brauchen eine Küche und eine Kühlkammer, wo wir das Essen drin speichern können. Und im Prinzip wird das hier auch nicht schlecht. Oder sogar noch ein bisschen weiter hier unten. Weil ich überlege halt gerade, ne? Wir bauen das Lager jetzt hier hin. Weil das ziemlich zentral in der Kolonie ist. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, wir werden nach unten expandieren, wir werden nach oben expandieren und nach rechts und nach links. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier irgendwann später die Gewächshäuser haben werden, weil hier ziemlich viel Platz ist. Oder hier. Wobei das wird nicht... Nee, das ist zu wenig Platz. Außerdem haben wir hier ein Geysir. Das heißt, hier werden wir später einen Thermogenerator drauf bauen. Ja, jetzt produziert die Turbine aber nicht so viel. So, ihr habt wieder nichts zu tun, ne? Dann brauchen wir einmal Strom. Und das Stromkabel, die wir hier durchziehen, bis hier hinten hin und hier runter. Dann mach das mal bitte. Und ja, die sind auch... Oha! Na, sieh mal eine an, ich habe die Nahrung aus den Augen verloren. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir einmal ganz kurz hier ernten. Wir haben tatsächlich nur noch 2 Überlebensrationen. Das ist gar nicht gut.